Mein Name ist Paul Woolington. Ich bin seit 15 Jahren bei MAF. Heute haben wir die Gesundheitspatrouille von Kombiam geflogen. Ende der Woche hole ich alle wieder ab. Hoffentlich. Es darf halt nicht regnen. Ich bin Dr. Rebecca Williams und ich bin die Ärztin im Bezirkskrankenhaus Kombiam. Für unsere Routinepatrouillen fliegen wir an einem Dienstag raus und sobald wir gelandet sind, beginnen wir mit der Klinik noch im Laufe des Vormittags bis zum Abend. Am nächsten Morgen geht es weiter mit der Sprechstunde, so lange bis das Flugzeug zurückkommt und uns abholt. Wir sind mit einem Team nach Malumanda gekommen. Hier in Malumanda gibt es keine Gesundheitsstation oder Klinik, aber es gibt zwei freiwillige Dorfgesundheitshelfer, die hier medizinische Arbeit leisten. Ein- oder zweimal im Jahr versuchen sie, ein Team hierher zu schicken. Ich arbeite als ehrenamtliche Dorfgesundheitshelferin. Normalerweise verteile ich Medikamente, wenn die Leute krank sind. Ich verschreibe und verteile ihnen Medikamente. Das Team von Kombiam kommt und unterstützt mich. Sie zeigen mir verschiedene neue Medikamente, die ich meinen Leuten dann geben kann. Auf einer Routinepatrouille ist immer ein Arzt oder Mediziner dabei, Dorfgesundheitsmitarbeiter oder Krankenschwester, jemand aus dem zahnärztlichen Team und wir haben auch einen Pastor dabei. Sie sagt, dass es letzte Woche am Sonntag angefangen hat. Das ist wirklich Buschmedizin. Wir sind nur mit ein paar Vorräten gekommen. Ein Großteil unserer Arbeit hier basiert darauf, mit den Menschen zu reden, ihre Geschichte zu erfahren, was passiert ist, klinische Fähigkeiten einzusetzen, die Menschen zu untersuchen und dann einzuschätzen, was zu tun ist. Und leider, ja, gibt es vieles, was wir nicht tun können. Ich bin wegen meines Handgelenks hier. Es schmerzt, ich kann nicht arbeiten und es fällt mir schwer, mein Kind hochzuheben. Ich brauchte Hilfe und deshalb bin ich hier. Das Leben hier ist wirklich hart, es gibt keine Straßen. Und wenn wir Handyempfang brauchen, müssen wir auf die Berge hochwandern. Wahrscheinlich leben 80% der Bevölkerung auf dem Land. Aber dort gibt es keine Ärzte. Die meisten Ärzte sind in den Städten. Tatsächlich gibt es in Papua-Neuguinea bei einer Bevölkerung von 7 bis 8 Millionen nur 500 Ärzte. Und viele der Dienstleistungen konzentrieren sich in den urbanen Zentren. Viele Leute in den ländlichen Gebieten haben keinen Zugang dazu. Denken Sie an eine Mutter, die Wehen hat, oder jemanden, der krank ist und nicht weit gehen kann. Es ist großartig, dass MAF und andere Organisationen diesen ländlichen Gemeinden dienen und eine wichtige Verbindung in Bezug auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung und zum Evangelium ermöglichen. Und wir möchten auch, dass die Menschen Christus kennen. Das ist der springende Punkt dieser ganzen Patrouillen. Ich gehe davon aus, dass wir durch unser Handeln und durch unser Engagement für diese Dorfgemeinschaften ein Spiegelbild Gottes sein können und die Menschen ihn kennenlernen können. Wenn es keine Landebahn gäbe, das wäre richtig schwer für uns. Dieses Dorf ist von Bergen und Dschungel umgeben. Wo würden wir hingehen? Wir sind nur eine kleine Gemeinde und würden leiden. Dass ihr hierher kommt, macht mich wirklich glücklich. Es ist eine wirklich große Hilfe. Ihr bringt einen großen Dienst, indem ihr hierher kommt. Mein Herz ist voller Dank für euch. Gott sieht mein Herz.